Guten Tag. Nach der wohlverdienten und hoffentlich erholsamen Mittagspause begrüße ich euch jetzt hier zum Auftakt in ein langes Nachmittagsgespräch in 4 Schritten. Der erste Schritt, den werden wir jetzt hier gleich erleben. Wir hatten uns ja dem Thema der Parteien und Parteiendemokratie schon in unterschiedlichen Einkreisbewegungen nun angenähert. Gestern Abend in der Diskussion über prekäre Demokratie, prekäre Verhältnisse, Inklusionsfragen, Teilhabe, Legitimationsfragen. Heute früh in einem sehr spannenden und ziemlich komplexen Gespräch über Öffentlichkeit und Wandel von Öffentlichkeiten im Internetzeitalter, Faktoren von Meinungsbildung. In dieser Situation, und jetzt steigen wir ein in das Nachmittagsthema Parteien, was ist Ihr Problem? Und zwar verbunden mit der Frage oder mit der Beobachtung, dass, wie wir wissen, viele Leute politisch aktiv sind, ohne deswegen in Parteien zu sein. Und es gibt auch reichlich viele Leute, die politisch aktiv sind außerhalb von Parteien, während sie zugleich Parteimitglieder sind. Muss ja mal erwähnt werden. Sie kümmern sich darum, bestimmte Themen und Anliegen auf der Agenda zu halten, sind in 1000 verschiedenen Projekten engagiert, fechten Themen durch, wie etwa, ich gehe mal hier nach hier hinten, die Rekommunalisierung von Wasser, Energie, weiß ich nicht, Müllabfuhr, was es da noch viele Themen gibt, engagieren sich in der Stadtentwicklung, ihr kennt alle viele Beispiele und vieles von dem, was wir haben und sehr wertschätzen in unserer Gesellschaft und Zivilgesellschaft, wäre ohne solche Art engagierte Leute überhaupt nicht in der Welt. Das wissen wir alle, Demokratie ist nicht denkbar ohne solche gesellschaftspolitische Aktivität, ohne solche Kraft und Engagement. Auch Parteiendemokratie im Übrigen nicht. Parteien können eine Projekteszene ja in keiner Weise ersetzen oder realisieren oder sowas. Es ist, glaube ich, für beide Seiten richtig essentiell zu verstehen, wie es um die Arbeitsteiligkeit in einer pluralistischen Demokratie beschaffen ist. Das ist eins unserer Themen hier. Wir haben gestern auch schon viel darüber gesprochen, heute Morgen auch, was spezifische Funktionen von politischen Parteien sind, werden das nachher auch noch tun. Jetzt geht es in einem ersten Einstieg darum zu entdecken, was Initiativen sind und leisten gewissermaßen und was für eine Situation das ist, in der Stimmen der Gesellschaft erst entwickelt werden, die dann womöglich auch von politischen Parteien, Mandatsträgern und Trägerinnen aufgegriffen werden. Die Frage ist, wie gelingt Kooperation, wo liegen klassische Probleme, was ist hier alles im Fluss? Und dieses Feld lassen wir uns jetzt aufmachen durch 2 Gäste, die wir dazu eingeladen haben aus der vielfältigen Welt der Projekte. Zu meiner Linken Stefan Hanitsch, zu meiner Rechten Mirko Beisheim. Stefan Hanitsch, danke. Ja. Stefan Hanitsch aus München, Journalist mit Erfahrung sowohl in der bayerischen Landespolitik als auch als Reporter und Pressesprecher. Seit 2012 am Start mit Störsender TV. Und Mirko Beisheim aus Hamburg, angereist soeben. Geschäftsführer, ist das richtig? Wie nennt ihr das? Geschäftsführer von Kebab e.V., schöner Titel, Kultur, Energie, Vorstand. Kultur, Energie, Bunker, Altona Projekt e.V. Er ist auch in diversen anderen Feldern aktiv, unter anderem maßgeblich beteiligt im Hamburger Volksentscheid Energiegenossenschaften, richtig? Auch und noch viele andere Dinge auch. So, wir lassen uns von euch beiden jetzt etwas erzählen. Wir haben verabredet, dass es bildgestützte kurze Vorträge gibt und wir haben... Ich habe sozusagen 3 Fragen vorgegeben, an denen entlang wir in das Thema einsteigen und Stefan Hanitsch hat das erste Wort. Vielen Dank, liebe Anne Ulrich. Vielen Dank an die Veranstalter auch für die Einladung und dafür, dass dieses Thema behandelt wird, halte ich für sehr spannend.
und wichtig. Und vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute hier sind, um die Parteiendemokratie zu retten. Das ist alles andere als selbstverständlich. Die meisten Menschen wissen nicht mal, was das ist. Also das ist zumindest meine Erfahrung dazu, aber gleich später mehr. Jetzt will ich ganz kurz diese drei Fragen von Anne Ulrich. Erstens, was ist der Störsender, was macht er, was sind die Ziele? Und drittens, was ist aus unserer oder aus meiner Sicht eine gute Zusammenarbeit mit Parteien oder Parteigliederungen und wie sähe das idealerweise aus? Kann ich gleich vorweg schießen, dies kann ich nicht beantworten, wie die ideale Zusammenarbeit aussehen kann, aber ich werde zumindest versuchen, mich der Frage von einer bestimmten Richtung zu nähern. Jo, jetzt bitte Film ab für den Trailer. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, es geht gleich los. Störsender kam aus dem Nichts ins Helle, bitte leiser. Das oder ohne Ton. Mit Dieter Hildebrandt, damals lebte er noch, gegründet, leider verstorben 2013, auch im Gründungsjahr des Störsenders. Crowdfunding als Finanzierungsform für die erste Staffel über Startnext. 155.000 Euro eingenommen, um dann filmisch auch eben ein bisschen was anderes machen zu können als jetzt Standard-Web-TV, also wo ganz viel sieht man Skype-Interview, irgendein Typ, der Ton ist schlecht. Skype, Webcam und das ist nicht TV. Also ich wollte da so eine Zwischenform zwischen öffentlich-rechtlichem und Internet machen, so von dem Qualitätsanspruch. Man sieht, der Agent Hildebrandt schickt seinen Straßenagenten in den Bundestag, um dort hinzuweisen auf Verflechtungen von den Parteien mit Lobbyisten. Also hier reingeschmuggelt eine große blaue Sache, die man jetzt gleich sieht, so hier auf der fetten Henne, so damit man sieht, wer das Ganze finanziert. Ist zugegeben sehr stark zugespitzt und ist sicherlich auch nicht das Einzige, was beim Störsender eine Rolle spielt. Also was wir wollen, ist sicherlich nicht nur die Parteien kritisieren, den Bundestag halt auch, aber nicht nur. Generell geht es auch darum, das sieht man jetzt in dem zweiten Trailer sehr schön, ein weiterer Film, diesmal mit Konstantin Wecker in der Hauptrolle als Agent. Das erste war die Operation Bimbis-Republik. Sieht man hier die Leute beim Fernsehen und wir wollen beim Störsender ein paar Zwischentöne reinbringen. Ein bisschen bunter das Ganze vielleicht gestalten. Und vor allem auch nicht nur bunter, sondern auch billiger. Während die privaten Rundfunkanstalten für 800 bis 1200 Euro pro Minute produzieren und was da läuft, dann kann man ja beim Zappen genussvoll masochistisch erleben, sondern wir produzieren für ein Zehntel, also für unter 100 Euro pro Minute in der Qualität. 10 Stunden Programm wurden bei Crowdfunding-Aktionen auf Startnext angekündigt, es sind 11 geworden, das soll erstmal jemand nachmachen. So, jetzt bitte, jetzt sieht man hier noch, genau, gleich weiter. Was will der Störsender? Ein bisschen langsamer bitte. Die Katze am Anfang hat damit gar nichts zu tun, wir wollen auch ein bisschen Erwartungen brechen und was wir auch machen, sind Aktionen. Hier zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem DGB eine Demo zum Thema Umverteilung. Da Urban Priol als Agitator, Angela Merkel hat eine Rede gehalten, also die Schauspielerin Sibylle Denker, was sie wirklich denkt. Dann die Aktion wieder, die Große Koalition spricht für sich. Hier ganz kurz, Stopp, Lobby-Fotobombing haben wir auch noch gemacht in dem Jahr. Bitte eins weiter. Hier zum Beispiel auf Plakate kann man das kleben, FDP, genetisch verbesserte Partner von Monsanto. Oder bei der Aktion hier war Ilse Aigner, damals Verbraucherschutzministerin im Bund und sie hat so eine Wahlkampfaktion gemacht mit dem ADAC. Und wir haben uns einfach mit den Sponsored by BMW-Transparenten daneben gestellt. Das hat überhaupt niemand gestört. Der Pressesprecher hat uns noch irgendwelche Dinger da verteilt. Also hier, das sind so Aufgaben und Ziele vom Störsender. Das ist das Highlight, jetzt sind wir schon weiter. Jetzt die Verleihung der russischen Staatsbürgerschaft ehrenhalber an die Firma Apple für Steuerschlupferei. Weil die fast keine Steuern zahlen, wie man weiß. Und dann eben Wladimir Kaminer führt eine 10-köpfige Militärkapelle zum Apple Store in München. Und jetzt ruhig ein bisschen schneller noch, kommen wir gleich dann zu dem hier mit dieser Parade. Wunderbar auch die gelbe Lederjacke von Wladimir Kaminer. Und bitte verpassen Sie auf keinen Fall, schauen Sie sich unbedingt die Rede von Wladimir Kaminer an. Jetzt die 2 Minuten leider nicht in dem kurzen Vortrag, aber es ist großartig, was er dann sagt. Und dann, Höhepunkt der Veranstaltung, wird im Apple Store dann die Urkunde mit der russischen Staatsbürgerschaft ehrenhalber für Steuerschlupferei an den Apple Store übergeben.
Und die waren dann natürlich ganz cool, die Jungs, weil die müssen ja selber auch Steuern zahlen. 2013 war das. 2014 und 2015 erleben wir jetzt, dass zunehmend auch das Thema Steuergerechtigkeit in den Mainstream-Medien, also man sieht Trendsetter auf jeden Fall. Hier, der weiß nicht, was der da für eine Funktion hatte. Der Mönch war toll, natürlich nicht nur russische Blaskapelle, sondern auch ein orthodoxer Mönch. Grandiose Aktion, hat sehr viel Spaß gemacht und Wladimir Kamina ist ein großer Held. Danach dann kommt in der gleichen Sendung eine Animation, in der das Prinzip der Steuerschlupferei erklärt wird. Also wie machen die Konzerne das, dass sie das austricksen. Alles natürlich legal, innerhalb des politischen Systems. Ganz wichtiger Punkt. Und das ist die dritte Aktion, die ich noch zeige. Da haben wir versucht, ein bisschen für Meinungsfreiheit ein Transparent hochzuhalten beim Wahlkampfauftritt von Angela Merkel. Bild dir deine Meinung und dass sie da durchläuft, hat die Kripo leider nicht erlaubt. Okay, ja, das ist jetzt nochmal die Demo. Ja, stopp. Das war die Durchschnittsreaktion. Ich komme jetzt eben zum Teil 3 schon und sehr schnell. Ich hoffe, wie lange habe ich noch? 2 Minuten oder so, 3 vielleicht. Hier, das war so die normale Reaktion auf die Frage nach der Parteiendemokratie. Das ist in dem Fall jetzt in München aufgenommen, das kann man aber überall aufnehmen. Nee. Hatten wir schon, bitte nächstes. So, das hat jemand geschrieben auf Facebook. Auf die Frage im Vorfeld, es gibt keine Zukunft für die Parteiendemokratie oder für Vertreterdemokratie. Die Menschen werden sich emanzipieren und selbstbestimmt leben. Die sogenannte Regierung wird durch einfache Verwaltungen ersetzt. So. Ich habe das als Beispiel herausgegriffen. Ich würde ganz gerne, hier sieht man, wer das schreibt, das ist der gleiche Nutzer und der hat hier auf seiner Wall, gucke ich immer auch, was ist das, was hat er so? Proxy Galactic War in Syria explains why Russia is now... Warum ist Russland wirklich in Syrien aktiv? Nein, nein, nicht wegen Rohstoffen, nicht wegen geostrategischer Interessen, sondern wegen des proxygalaktischen Krieges. So, okay, weiter bitte. Partei gesucht. Ja, wie sieht die Zusammenarbeit? Da muss man sich auch ein bisschen vor Augen halten. Mit wem hat man es denn zu tun? Es sind ja in der Gesellschaft nicht nur Menschen wie Sie, die sich Samstage dann freischaufeln und die Parteidemokratie retten wollen, sondern das Volk ist nicht in seiner Gänze immer, ja, also von Auswüchsen wie dem proxygalaktischen Krieg mal abgesehen, hier auch bei einer Bekannten von mir auf Facebook war das, Person sucht Partei, die nicht korrupt und bla 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 ist. Person sucht Partei. Person kriegt Arsch nicht hoch, würde ich mal sagen, auf Deutsch, Entschuldigung. Sucht Partei, mach es selber. Ja? Also ich glaube, dass, und dann geht es eben weiter, in Ablehnung des Systems, der Parteiendemokratie, die EU als Diktatur, die Bilderberger entscheiden weiter. Niemand wählt niemand, niemand wird sich das anhören, niemand hilft den Armen und so weiter. Das Netz ist so voll davon. Schlafschaf, Abzock, Freilaufgehege. So, der gleiche Typ, Justus Jakob Erb, bitte nächstes. Ah, na, das kommt noch was dazwischen. Ja, hier, der Peter Gerhard, zurück nochmal kurz. Am Montag holt sich die Merkel ihre neuen Anweisungen aus Washington. So, bitte nächstes. Und es ist sehr liebevoll. Das ist jetzt, damit will ich schließen. Ich glaube, dass ein großer Teil der Bevölkerung, und das sind nicht jetzt alle, aber auch nicht allzu wenige, sind extrem abgespaltet schon von dem politischen System, von egal welchen Aspekt davon. Nennen die Partei, nennen die EU, nennen irgendwas. Also da glaube ich, dass es sehr wichtig ist, wenn man über Zusammenarbeit spricht und über was kann man denn eigentlich machen, dass man sich dann überlegt, wie kann man denn überhaupt erstmal viel elementarer noch, als es heute hier diskutiert wird, bis jetzt, überhaupt erklären, was ist denn eine Partei? Das weiß ja kein Mensch. Die Leute sagen, dass man muss eine einfache Verwaltung. Entschuldigung, ganz kurz hier, Highlight. Stopp. Das ist so weit geht das dann vom Meinungsspektrum. Glückwunsch an alle Wähler, es geht um die Europawahl, die dieses System heute gewählt haben. Ich hoffe, ihr übernimmt auch die Verantwortung für alle weiteren Handlungen, die durch dieses Wählen nun auftreten werden, wie nette Massaker, Angriffskriege und die 17.280 hungertoten Kinder täglich. Das ist keine Einzelmeinung. Überhaupt nicht. Und wenn man als Partei versuchen will, irgendwie aktiv zu sein, muss man diesen Teil der Realität meines Erachtens auch zumindest berücksichtigen, weil es ist eine Gefahr. Man weiß nicht, schon noch mal kurz zurück zu der Statistik. Eins zurück.
Also die Ablehnung der Demokratie ist so groß, man kann das ja an den Wahlbeteiligungen ablesen. Man weiß halt nicht von den 30, 40, manchmal sind es 50 oder sogar 60% bei Kommunalwahlen, die nicht zur Wahl gehen, weiß man ja nicht, wie viele sind einfach nur faul und wie viele sind wirklich der Meinung, alles ist Lügenpresse, alle Parteien sind korrupt und, und. Die verstehen nicht, dass eine Partei eine Vase ist. Und wenn man mit denen kooperieren will, da sind sehr viele Aktivisten, Gruppen, die irgendwie versuchen, Demokratie zu machen, Occupy oder echte Demokratie jetzt und so weiter. Da kann man eine normale Zusammenarbeit, glaube ich, vergessen und sich konzentrieren auf Aktivisten, die tatsächlich konkret was machen. Also Kebab e.V. ist sicherlich ein gutes Beispiel. Da geht es um konkrete Handlungen, wie Rückkauf der Stadtwerke zum Beispiel. Ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, in öffentlicher Hand und. Da, glaube ich, ist die Offenheit auch vorhanden und da warten die Leute auch, dass die Parteien so ein bisschen aus ihrem selbst erwählten Kokon, den sie über Jahrzehnte, wo sie sich abgeschottet haben, in Erwartung, dass es immer so weitergeht, dass es niemals irgendwelche Konkurrenz auftreten könnte, dass das die Richtung sein könnte. Ja, Lügenpresse und so weiter, also da sieht man einfach nur noch ein paar Beispiele. Die Elite hat Putin umgebracht und so weiter und so fort. Ich glaube, dass in dem Teil, der jetzt diese Demokratie ablehnt, eine Gefahr, und damit will ich schließen, eine Gefahr droht aufgrund von einer Entpolitisierung des öffentlichen Bereiches zugunsten von Begriffen wie Liebe und Frieden. Typische Begriffe der linken oder linksliberalen Demokratie wird unterwandert, teilweise von rechts, teilweise von rechtsextrem, aber vor allem von Dummheit. Weil Leute, Entschuldigung, ja, das muss man ganz klar so sagen, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich will keine Parteiendemokratie, ich will halt Liebe und Frieden, dann sage ich ja, keine Ahnung, geh zu deiner Frau oder so, ja, nicht zur Partei, das ist nicht die Aufgabe. Aber das ist, da geht es, bitte weiter. Ditfurt gut befreundet, ich bin mit das, da müssen wir jetzt zu einem Ausschnitt springen, da kommt gleich ein Pavian auf die Bühne, weil der junge Mann wird irgendwie unterbrochen von dem Publikum und dann sagt er, reißt euch mal ein bisschen zusammen und strahlt Liebe aus, ey. Ja, können Sie sich anschauen im Netz. Ich schicke da noch den Link dazu für die Dokumentation. Stopp. Also das ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Ich bin jetzt sehr stark hin und her gesprungen, habe versucht, möglichst viel jetzt in diese 6 Minuten reinzubringen. Ich glaube, was dem Ganzen zugrunde liegt, und da gibt es Beispiele von Leuten, die sagen, wer wählt, bringt Kinder um. Da gibt es auch... Neulich habe ich gelesen von der grünen Jugend, die schreibt, vor 25 Jahren wurde schon einmal ein Land aufgelöst am 3. Oktober, heute sind alle froh, das kann doch nochmal gelingen. Steht auf Facebook bei der grünen Jugend. Ich glaube, dass da eine Parallele ist. Und zwar in der Form, dass man den Pluralismus, wie Albrecht von Lucke schreibt, den Pluralismus als den Inbegriff der demokratischen Kultur des Westens nicht emotional bewältigt bekommt. Ich habe ein Problem damit, wenn es Homosexuelle gibt, die Rechte haben bei den Tea Party-Leuten. Aber offensichtlich gibt es auch innerhalb der Parteien, in der SPD gibt es ja auch sehr viele, Stichwort Antideutsch, die dann zum Beispiel davon schwärmen, träumen, dieses Land aufzulösen. Kann ich eine Zwischenfrage stellen? Die Zeit ist um. Ich würde gerne einsteigen mit einer Frage, die mich dabei gleich bewegt. Also in der Beobachtung gibt es da wahrscheinlich vieles, wo wir zustimmen, wo wir einander zustimmen können. Aber meine allerschärfste Frage in diesem Zusammenhang ist, wie kommt eigentlich eine Aktion, die vor allem auf Glosse setzt, sozusagen, dazu, sich zu unterscheiden von diesem populistischen Argumenten? Also wie geht der Unterschied zwischen dem, was ihr als politisches Kabarett sozusagen ins Fernsehen bringt, zu dem, was dann als Lesart wahrgenommen wird, alle Parteien sind irgendwie korrupt, Lobbyismus ist überall, BMW kauft Frau Merkel und Goldman Sachs kauft den Bundestag. Das ist ja im Grunde, wo ist jetzt der Unterschied? Das ist genau die spannende Frage, das ist genau der Kernpunkt und das ist genau das Umfeld, in dem ich mich versuche zu bewegen und zu tatsächlich die Kritik an Parteien, an Bankenkontrolle und,
auf dem Boden des Grundgesetzes zu machen und eben nicht in totaler Ablehnung. Aber natürlich, sie haben das ständig. Wenn Sie zum Beispiel Georg Schramm, gibt es einen Ausschnitt im Störsender auch, in Episode 15, Planet Merkel, da frage ich ihn, sind Sie Politiker, also als Barmann, so ein Gespräch an der Bar. Und dann sagt er, nein, die Politiker, die haben alle Eigenschaften, die man seinen Kindern nicht geben will und so weiter. Auch bei anderen Kabarettisten, sie haben das ständig und die werden ja auch zitiert von den Rechtsextremen oder denen Neurechten oder von wem auch immer, der irgendwie Antisystem, also das total alles abschaffen will. Das ist genau die Schwierigkeit. Und deswegen überlege ich auch gerade, wo das hin soll mit dem Störsender, nämlich nicht mehr so stark in dieses Finger in die Wunde reinlegen, wo schon die Wunde vor lauter Fingern kaum mehr zu sehen ist, sondern eher versuchen, ein Gefühl für diese Gemeinschaft zu schaffen und für die Notwendigkeit, sich für sie zu engagieren. Das ist doch ein interessanter Aspekt. Da kommen wir dann mal ins Geschäft nach dieser Tagung, in diesem Bereich. Wie kann man eigentlich solche Interventionsmöglichkeiten und Foren nutzen, um meinetwegen die politische Aufklärung ein bisschen voranzutreiben, die da doch mangelt. Jetzt würde ich an der Stelle das Wort gerne an Mirko Beisheim übergeben, der eine andere Form politischer Aktivitäten repräsentiert, und Sie haben das Wort. Ja, wir versuchen das gerade in Hamburg in der außerparlamentarischen Demokratie etwas direkter zu machen. Sehr viele interessante Punkte. Da könnte man eigentlich direkt auch in eine Diskussion einsteigen, aber vielleicht nochmal kurz zurück. Ich habe es auch bewusst kurz gehalten. Vielleicht, wenn man sich gerade was Hamburg angeht, jetzt sind hier wahrscheinlich dürften Hamburger Vertreter, Vertreterinnen hier in der Minderheit sein. Wenn man sich das Thema Energiepolitik und Parteienpolitik in Hamburg anguckt und das augenblicklich immer noch herrschende Spannungsverhältnis dort erklären möchte, dann kommt man sehr schnell zu dem, was wir jetzt da hinter mir sehen. Und zwar ist das ein Bild dieses Kohlekraftwerks Moorburg. Ich werde jetzt also keinen historischen Abriss geben, aber wie vielleicht ja auch doch den meisten bekannt ist, es gab eine jahrelange politische Diskussion darüber. Auch die Grüne Partei in Hamburg ist vor einigen Jahren zum Wahlkampf angetreten mit dem Ausspruch, wenn wir ins Parlament gewählt werden, in die Regierung gewählt werden, in den Senat, dann wird dieses Kohlekraftwerk nicht genehmigt. Sie sind gewählt worden, mussten es dann genehmigen. So, und das hat damals natürlich aus Gründen, die doch relativ offenkundig sind, dann einen Bruch zwischen den aktiven Energiepolitikern und Umweltschützern in Hamburg mit der Grünen Partei eigentlich geführt. Also es gab viele Parteiaustritte, aber auch gerade bei den NGOs ist eben dort dann verständlicherweise ein großes Misstrauen entstanden. Umso mehr, als wir dann zum nächsten Konfliktpunkt in der Energiepolitik kamen. Nächste Folie bitte. Und zwar hat man dann auf Seiten der Grünen Partei sich sehr pragmatisch zurückgezogen, zu sagen, so, jetzt ist dieses Kraftwerk mal genehmigt und jetzt möchten wir quasi dieses Thema von der Agenda gestrichen wissen. Also wir möchten damit quasi nicht mehr behelligt werden. Und dazu gehörte damals noch zu diesem Kraftwerk die Auseinandersetzung um eine Fernwärmeleitung. Neben Berlin ist Hamburg die europaweit größte Stadt mit dem größten Fernwärmenetz. Und die war auch schon zu Zeiten der Diskussion um das Kraftwerk an sich sehr umstritten. Und dann hat eben dann die grün geführte Verwaltung dort dann aber diese Trasse genehmigt, das Bauverfahren. Und während eigentlich die ganzen NGOs weiterhin dagegen angekämpft haben, und das war eben hier das Foto, sagt ein Wahlspruch zu sagen, dass es eben kein Schicksal ist, wenn jetzt eben dieses Kohlekraftwerk genehmigt ist, sondern man kann immer noch dagegen durchaus kämpfen, auch mit durchaus auch mit politischen und verwaltungsrechtlichen Zielen. Das ist letztendlich nämlich auch gelungen. Wir haben dort ein Gerichtsverfahren gegen den Entscheid gewonnen. Dann musste das gesamte Genehmigungsverfahren neu aufgerollt werden. Und das dauert bis heute. Und inzwischen haben wir die Situation, dass aber in Hamburg tatsächlich keiner mehr diese Trasse eigentlich bauen möchte. So, aber eben gerade aus diesen Verfahren, wo sich dann auf einmal die Umweltschützer und eben dann die grün geführte Verwaltung gegenüberstanden, ist verständlicherweise eben auch ein tiefer Vertrauensbruch entstanden. Dann nochmal weiter. Dann kam eigentlich die nächste Annäherung. Ja, nur ganz kurz, ist den meisten Berlinern ja auch bekannt, als hier in Berlin eben ein Volksentscheid speziell ja um das Stromnetz in Gang gesetzt wurde, gab es in Hamburg eben auch einen dreistufigen Volksentscheidsprozess um den Rückkauf, die Rekommunalisierung
in Hamburg eben der drei Energienetze, Stromnetz, Gasnetz, Fernwärmesystem. Und aber ganz stark natürlich damals getrieben eben von den NGOs. Die Grüne Partei zusammen mit den Linken und auch der Piratenpartei waren auf der parlamentarischen Seite eben die Unterstützer dieses der Volksinitiative, Volksbegehren, zweite Stufe, nachher der Volksentscheid, während eben damals dann auch die FDP, CDU und auch SPD in einer etwas ungewöhnlichen Koalition zusammen eben gegen diese Bestrebungen waren. Und ich glaube, es ist auch allen hier bekannt, letztendlich waren wir in Hamburg dann erfolgreich und haben eben diese Rekolonisierung durchgesetzt, wenn auch mit einem sehr knappen Wahlergebnis. Und das ist vielleicht etwas, was durchaus auch aus dieser Zeit aber entstanden ist, ist eben ein Projekt. Wer sich dafür interessiert, kann mal unter kulturenergiebunker.de schauen. Hier eigentlich nur zwei Sätze. Es gibt eine Initiative in Hamburg, die eben nicht bei der Verhinderung dieser sogenannten Moorburg-Trasse, dieser Fernwärmetrasse, die ich vorhin angesprochen habe, stehen bleiben wollte, etwas verhindern und sagt, okay, wir müssen das System ändern. Hier also ganz konkret eben das Energiesystem in der Fernwärme und wir müssen das dort verwirklichen, was wir auch im Strombereich kennen, kleine, dezentrale, möglichst regenerative Einheiten. Und wir haben uns eben seit ein paar Jahren schon so einen leerstehenden Weltkriegsbunker ausgeschaut und arbeiten dort eben jetzt seitdem kontinuierlich daran, dort unsere Vision einer umweltfreundlichen Fernwärme zu verwirklichen, zusammen auch mit einer kulturellen Einheit, Bandproberäume, Küchenwerkstatt, Dachgartenbegrünung. Und das aber jetzt mal ein Projekt, wo wir jetzt zum Beispiel auch wieder mit der Parteienkultur und der Parteienpolitik auch zusammenarbeiten. Das ist interessanterweise passiert das erstmal im Bezirk. Hamburg ist auch in 7 Bezirke aufgeteilt, in dem dieser Bunker steht, vor allen Dingen dort auch nicht nur mit der Grünen Partei, auch mit anderen Parteien. Und an diesem Projekt kristallisiert sich aber auch in Hamburg auch wieder ein bisschen das Vertrauen, Basis heraus zu sagen, okay, man kann auch auf parteipolitischer Ebene wieder etwas bewirken. So, man muss aber ganz klar sagen, dass diese Entwicklung in den letzten Jahren in der Energiepolitik in Hamburg eben nur möglich war, weil sich Leute gesagt haben, wir machen jetzt einfach, wir vertrauen nicht mehr und warten nicht mehr, dass jetzt hier in der Parteienpolitik die Wege eingeschlagen werden und Veränderungen gemacht werden, sondern wir, wenn man möchte, auch mal erzwingen das jetzt auch mit dem Druck, wenn man es politisch sagen würde, Druck der Straße, so Druck der Meinungsfreiheit. Und das ist uns gelungen. Und was ich mir einfach da jetzt quasi auch wünschen würde, und das ist auch in Gesprächen, die ich jetzt persönlich mal führe, mit gerade natürlich sind wir hier auch auf einer der Böll-Stiftung ja auch mit Vertretern der Grünen Partei, ist einfach mehr Mut zur Transparenz und mehr Mut zu Gesprächen mit den NGOs. Das ist etwas, was mich immer sehr wundert. Also ich bin im beruflichen Leben, habe ich mit Energiepolitik gar nichts zu tun. Ich bin Geschäftsführer einer Direktmarketingagentur. Also durchaus auch ist mir die wirtschaftliche Seite nicht fremd. Und ich erlebe es natürlich ganz stark dort bei Veranstaltungen, dass alle klassischen, die großen Parteien, CDU, SPD, FDP natürlich, alles gut, nichts passiert, also überhaupt gar keine Scheu haben, das ganz normal ist, dass sie natürlich mit allen Wirtschaftsvertretern, Verbänden und so weiter Gespräche führen und sich dort ausgetauscht wird. Deswegen, ne, was der Kollege Stefan sagte, Sponsor bei BMW, ne, was passiert? Nichts, also ist ganz normal. Da wären andere andersherum, gerade wenn auch grüne Parteipolitiker jetzt wieder in Regierungsverantwortung sind, was sie aktuell zum Beispiel in Hamburg wieder sind, man dort doch den Eindruck hat, es besteht eine gewisse Scheu. Zu sagen, so, man ist jetzt irgendwie emanzipiert, man hat jetzt eine Regierungsverantwortung und jetzt spricht man mit anderen Ebenen. Und da stellt sich natürlich mal automatisch die Frage, welche anderen Ebenen sind das? Und wir haben doch zusammen Seite an Seite, als ihr in der Opposition wart, zum Beispiel für den Volksentscheid, gestritten, gekämpft. Und wir waren uns auch einig, es soll eine Änderung auch des Regierungsstils sein. Und also mehr Transparenz, mehr Beteiligung. Naja, und jetzt ist es auch relativ frisch in Hamburg, ist Anfang dieses Jahres erst gewählt worden. Aber irgendwie warten jetzt die NGOs in Hamburg noch ein bisschen darauf, dass solche Aussagen, die in der Oppositionszeit getroffen worden sind, auch nochmal eingelöst werden. So, und das ist immer ein bisschen verwunderlich, weil diese starke Verquickung zwischen Interessensvertretung eben auf der anderen Seite,
dass man sozusagen gang und gäbe sind und hier immer noch so eine Scheu dafür ist und manchmal nicht ganz klar ist, warum das überhaupt so passiert. Ich würde gerne einmal rückfragen, wie würden Sie das sagen, was ist das im Kern Politische sozusagen an einem Projekt wie Kebab e.V.? Ja, wir treiben schon, wie sagt man so, ein Stachel in der Wunde. Ne? Dazu sagen, also es geht anders, wenn man es will. Also viel oft bekommt man ja, gerade in der Energiepolitik, ich will das jetzt heute nicht so strapazieren, aber natürlich oft gesagt, das geht nicht. Klassisch, ne? Das geht nicht. Und dann muss man auch sagen, doch, es geht. Und da hat man natürlich aber auch als außerparlamentarische Gruppierung natürlich dann auch andere Möglichkeiten. Wir machen das jetzt einfach mal. So, wir gehen das an und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und nach diesem Prinzip agieren wir da bei diesem Bunker. Der gehört zum Beispiel noch, immer noch dem Bund. So, und jeder, der weiß, mit Gebäuden, die dem Bund gehören, die sogenannte BIMA, Unwort, zucken die wahrscheinlich Leute schon, da kann man nicht darauf vertrauen zu sagen, dass das mal was wird. Und das würde wahrscheinlich der Realpolitiker, das ist ja auch ein schönes Wort, ne, der Realpolitiker, würde dann sagen, oh nein, ne, das ist ja alles viel zu ungewiss und das wissen wir ja gar nicht und dann können wir das auch nicht unterstützen. Und immer diese Abwägung zu sagen, wie viel kann man gewinnen, wie viel kann man verlieren. Ist das ein Projekt, wo ich mich als Politiker mit engagiere, weil ich damit auch quasi bei der nächsten Wahl wieder Pluspunkte sammle? Oder ist das ein Projekt, wo ich dann irgendwie als Loser dastehe, ne? Weil da habe ich mich dran gekettet. So, und ich glaube, da müssen wir weg, aus ganz stark eben auch bei der Parteiendemokratie. Also das ist ja auch immer so ein Thema, ne? Wir haben eine parlamentarische Demokratie, wir haben eine Parteiendemokratie und es gibt die direkte Demokratie. Eigentlich gehört das ja alles zusammen, aber jetzt würde ja keiner hier, glaube ich, im Saal widersprechen zu sagen, eigentlich haben wir jetzt schon diese drei Bereiche. Und wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen auch darüber gesprochen, da ist manchmal auch schon, da geht natürlich sehr viel Energie manchmal verloren, auch zwischen Leuten, die jetzt in diesen drei Bereichen tätig sind, die eigentlich die gleiche Richtung wollen, aber man muss erstmal sich wieder zusammenfügen. So, im Augenblick hat man manchmal den Eindruck, dass natürlich die direkte Demokratie und was zum Thema Volksentscheide sowas angeht, ist man sehr schnell. Und da hinkt die Parteiendemokratie manchmal eben noch nach, auch die Entscheidungsfindungsprozesse eben auch, sagen wir mal, teilweise auch in der Grünen Partei. Darf ich kurz mal um eure Meinung dazu bitten? Ein kurzes Feedback aus dem Publikum. Was sind die Fragen, die bei euch jetzt hier in der Runde liegen? Sonst drehen wir noch eine Runde hier vorne. Hier vorne ist eine Wortmeldung und hier hinten ist eine Wortmeldung und dann hast du noch mal das Mikro. Ja, ich finde, diese Frage ist für mich die entscheidende, wird auch meine nächste Wahl beeinflussen, unabhängig davon, bei welcher Partei ich Mitglied bin. Sie müssen das Mikro weiter weghalten, bitte. Ich verstehe. Bisschen weiter weg, okay. Die Zivilgesellschaft repräsentiert in den NGOs, ist den Parteien mindestens 10 Jahre voraus, mal grobe Peilung. Und wir brauchen dringend Instrumente, mit denen die Zivilgesellschaft, die unabhängiger denken kann, wie das eben betont wurde, dass die das Instrument hat, durch Volksentscheide ab und zu in ganz langsamen Prozessen, denn das ist eine breite Diskussion, muss vorausgehen. Und es ist, wenn wir einen Bundesvolksentscheid hätten, würden das sozusagen 1,5 Jahre dauern, eine gründliche Willensbildung gegen das, was heute Morgen erzählt wurde, dass sozusagen die Dinge anfangen, sich zu zerstreuen oder zu individualisieren, würde die Entscheidung durch Volksentscheide wieder die Dinge zusammenführen. Und das Problem sehe ich darin, also konkret Fall, 80% der CDU-Wähler wünschen Bundesvolksentscheide, die Kaiserin, die Kapitaldienerin sagt nein. Das ist der krasseste Fall. Ich glaube auch in anderen Parteien.
ist die Stimmung so, je weiter man oben steht in der Partei, je mehr fühlt man sich gestört durch Volksentscheide. Und für mich wäre das entscheidend, auch bei den Grünen zum Beispiel, wie ehrlich, es steht im Programm, steht es bei den meisten, wie ehrlich ist es gemeint? Wenn man das ehrlich meint, dann würde man damit Wahlkampf machen. Das wäre nebenbei noch opportunistisch eine sehr geschickte Wahlkampfführung. Aber darum würde ich mich entscheiden. Wer ist es offen? Also die Diskussion um eine Option der Volksentscheide war aufgemacht. Die hatten wir heute Morgen auch schon mal ganz kurz. Und die wird heute Nachmittag bestimmt auch noch mal die ein und andere Rolle spielen. Bitte, Sie haben das Wort. Danke. Ich wollte zu dem Kebak-Projekt was sagen und zu der zu dem Zusammenhang sozusagen Partei und Initiativen aus der Zivilbevölkerung. Ich glaube, dass es bei solchen konkreten Projekten und Initiativen, man könnte die Kebab ja als Interessengruppe auch bezeichnen. Also es ist sicherlich eine Interessengruppe, die für die Grünen oder von den Grünen positiv bewertet wird. Das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, solche konkreten Dinge, also eine Partei ist dafür auch nicht zuständig, selber ein Fernwärmesystem zu entwickeln, sondern die Parteien sind dafür zuständig, solche Entwicklungen aufzunehmen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Warum jetzt die Hamburger Grünen da im Moment, was weiß ich, zu wenig Zeit oder so, oder welche Gründe die jetzt haben, dass die Kommunikation da abgebrochen ist, kann ich nicht beurteilen. Finde ich schade, dass das abgebrochen ist. Aber ich glaube, dass man auch als zivilgesellschaftlicher Akteur zusätzlich zu dem Projekt, was man betreibt, immer dran denken muss, dass man den Politikern am Hintern kleben muss. Also ich glaube, das gehört zur Demokratie auch dazu, die aktiven Politiker und die Amtsträger einfach immer zu behelligen. Und es ist auch Teil der Demokratie und es ist Teil des demokratischen Diskussionsprozesses, Amtsträger oder auch Parteien, Mandatsträger und so weiter immer wieder an sich und seinen Anliegen zu erinnern. Vielen Dank. Das war jetzt, also wir hatten jetzt, sage ich mal, in der ersten Rückmeldung einen Kommentar zu unterschiedlichen Instrumenten von Meinungsbildung und am Ende auch Beschlussfassung, ja. Wobei bei Kebab die Frage des Volksentscheids, glaube ich, nicht das Instrument der Stunde gewesen wäre, oder? Und der zweite Hinweis, das verstehe ich jetzt so, binde ich jetzt mal so ein, dass Sie darauf hinweisen, dass es Arbeitsteiligkeiten in den Zuständigkeiten gibt und dass die Frage natürlich tatsächlich die ist, und das haben Sie gerade im letzten Satz auch nochmal angesprochen, ob es da genug Aufmerksamkeit füreinander gibt und genug Leidenschaft, in die Kooperationen einzusteigen und dort miteinander zu reden, wo Erwartungen sind, die auch noch offen sind und wo man darüber reden muss, warum Erwartungen nicht erfüllt werden, von welcher Seite auch immer und so weiter. Jetzt gab es du wolltest zuerst kurz was sagen? Bitte, ich würde gerne, ich werde mich sehr kurz fassen und dann, der junge Mann meldet sich schon länger. Sorry, dass ich da jetzt ganz kurz, ich würde gerne ganz kurz zu dem Thema Volksentscheide und allgemein auch abschließen, meinen Vortrag sozusagen, der von der Zwischenfrage kurz unterbrochen war. Kann ich das allerletzte Bild bekommen von dem? Ich würde vor Volksentscheiden strikt warnen, tatsächlich, die jetzt so holterdiepolter einzuführen. Ich glaube, das meinen Sie auch nicht generell, aber zu glauben, dass nur weil man Volksentscheide macht, sich alle plötzlich für die Demokratie engagieren werden, weiß ich nicht. Und gerade Hamburg zeigt, da ist dann mit 50,9 um Haaresbreite, ja, sind die Stadtwerke wieder aufgenommen worden. Also was haben die anderen 49,1 denn gedacht? Was da passiert, weiß ich nicht. Zurück. Das, ja, hier.
Ich würde gerne dafür werben, dass die Parteien die Fantasie auch aktivieren und mehr noch als Volksentscheide sich überlegen, was kann man denn noch andere Formen machen? Gibt es auch noch vielleicht andere Formen außer Opposition, Regierung, wie im Bundestag dann tatsächlich vorgegangen wird? Und. Also da kann man sicherlich noch einige Beispiele nennen. Aber ein Pflasterstein kann vielleicht auch mal raus aus dem Kontext und einen ganz neuen Kontext finden. So, jetzt war noch eine Wortmeldung dort hinten und dann habe ich noch eine Frage ans Podium und dann gehen wir auch wieder weiter. Es war hier gerade die Sprache von NGOs und wie sie quasi die Entscheidung oder auch Politik der Parteien beeinflussen könnte. Und das finde ich eine ganz wichtige Frage, weil das ist ja auch eine Alternative zu Volksentscheiden, wo sich Interessensgruppen wirklich bilden können und ihre Anliegen formulieren und erarbeiten können. Und meine Frage ist da vor allem über Lobbyismus. Wie kann man Lobbyismus gestalten, dass nicht nur Profitinteressen quasi entscheidend sind, ob Lobbyismus funktioniert oder nicht. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen viel Geld hat, dann werden diese Lobbyismusinteressen in die Politik getragen. Wenn NGOs zum Beispiel weniger Kapital oder Ressourcen haben, ist es sehr viel schwieriger, diese Interessen in die Politik zu tragen. Und was sollte es da für Regelungen geben? Oder haben Sie beide zum Beispiel da Ideen zu? Danke. Das ist eine Frage. Die Frage ging direkt an mich. Ja, ich habe Ideen dazu. Also vielleicht grundsätzlich, also ich persönlich habe nichts gegen Lobbyismus. Wenn ich als Vorstand des Kebab e.V. losziehe und versuche auch Politiker von dem Projekt zu überzeugen, dann mache ich ja Lobbyismus in einem Projekt, von dem ich zutiefst überzeugt bin, dass es gut ist. So, und das ist vielleicht der nächste Unterschied. Ich bin aber überzeugt davon, dass es eben nicht nur gut ist für mich persönlich oder ein Unternehmen, was ich vertrete, sondern für die Gesellschaft an sich. In diesem Falle eben dann auch Hamburg, aber auch abstrahlen, zum Beispiel auch auf andere Projekte, die sich da anschließen können. Es krankt ja beim Lobbyismus meistens daran, dass er einseitig ist. Das ist ja ein bisschen, was wir damals gesehen haben mit Goldman Sachs und was ja auch wahrscheinlich die meisten hier so kennen, was auch gar kein Geheimnis mehr ist. Und deswegen auch vielleicht in Verbindung ja zu der Frage von Ihnen vorhin zu sagen, ist das Aufgabe der Politiker, sich für ein Projekt einzusetzen? Vielleicht da einfach ein Missverständnis. Also dieses Kebab-Projekt, das wir da gerade machen, das ist wieder ein Projekt, wo wir übrigens mit der Politik auch zusammenarbeiten. Wo sogar ein Bezirk mal zu sagen, alle Parteien, von der ganz liberalen Wirtschaftspartei bis zur ganz linken Partei, finden das Projekt toll und wollen es unterstützen auf Bezirksebene. Wo der Bruch vorher kam, war eben bei den Auseinandersetzungen zur Energiepolitik. Und ich glaube, es ist ja eine, oder es würde nicht die Realität widerspiegeln, wenn man sagen würde, die Parteienpolitik muss sich mit übergeordneten Herausforderungen der Gesellschaft beschäftigen. Ja, das ist so, weil ich ja denke, dann sind aber auch die Parteienpolitiker quasi überfordert. Und das kommen wir vielleicht zu einem Kern des Problems, was auch mit dem Lobbyismus oder aus meiner Sicht mit der heutigen Parteiendemokratie, die wir haben, auch zusammenhängt. Ich halte eigentlich sehr viele Politiker für überfordert, was auch kein Geheimnis ist, wenn man mal so diese Off-Topic-Gespräche führt, am besten abends nach dem parlamentarischen Abend am Tresen, dann wird das dort auch gerne ja gesagt. Und das ist ja auch nur nachvollziehbar, wenn man sich anguckt, was für ein Aufgabenspektrum ein Parteienpolitiker heute hat, der jetzt eben auch schon im Parlament sitzt. Also der soll ja, Politiker soll ja quasi qua Amt schon die Verwaltung eigentlich kontrollieren. So, dann ist ein Parteipolitiker ja der Volksvertreter, Vertreterin. Soll also quasi so die Meinung des Volkes aufnehmen. Jetzt wissen wir alle, die Volksstimme ist sehr, sehr vielschichtig. Das ist ja schon sehr anstrengend. Dann haben wir die Parteien. Ne? Jeder, der in einer Partei ein wichtiges Amt bekleiden möchte, der muss eben auch erstmal Parteiarbeit leisten. So, in diesen drei elementaren Aufgabenfeldern, wo ich sagen würde, in meiner Firma zum Beispiel könnte ein Mitarbeiter immer nur eins davon erledigen, das erwartet man heutzutage und muss er auch leisten, ein Parteienpolitiker. Und ich habe leider den Eindruck, dass in den letzten Jahren sich herauskristallisiert, dass das Erste, was ein Parteipolitiker dann
quasi nachlässt, daran zu arbeiten, wenn er in Amt und Würden ist, ist eben diese wirklich auf Volkes Stimme zu hören. Weil das ist ja auch eben so vielschichtig und auch sehr schwierig. Was ist denn jetzt Volkes Stimme? Ne? Wie viel Prozent des Volkes vertritt denn jetzt jemand, der vielleicht mit einem ganz tollen Projekt ankommt, aber ja, wie viel Unterstützung ist das? Finden andere das vielleicht gar nicht so toll? Und das hat sehr viel mit Arbeit und Mühe zu tun. Da muss man rausgehen. Und dann sind wir beim Thema Lobbyismus natürlich, denn das ist ja sehr bequem. Die Lobbyisten, die klassischen Lobbyisten, die meistens ja gemeint sind, der Verbände oder der Unternehmen, die kommen ja zu einem, die kommen ja in die Politik rein und erzählen dann die Meinung. Und mein Anspruch eigentlich ist an einen Politiker, dass er durchaus denen auch mal zuhört, dass ihm aber ihr klar sein muss, das ist nicht die gesamte Wahrheit, sondern es gibt sicherlich auch noch andere Stimmen da draußen, aber da muss ich auch mal hingehen. Und das wäre eben auch der Diskussionspunkt zu dieser einen Folie, wo ich sagte, Partei gesucht. Da sind wir ja beim Push-Pull-Prinzip. Ich würde da quasi auch widersprechen zu sagen, dass ich fand das gar nicht so überheblich oder so falsch, zu sagen, ich persönlich bin eben deswegen auch nicht in einer Partei, weil ich im Augenblick in keiner Partei eintreten könnte, weil sie mich, also die Ansprüche, die ich an eine Partei habe und nach den Grundsätzen, die die meisten Parteien ja auch haben, wirklich auch das zu regieren oder politisches Handeln auszuüben, nicht erfüllt werden. Da kann man natürlich endlos diskutieren, zu sagen, gehe ich jetzt in diese Partei und sorge dafür, dass das passiert? Oder sage ich, pass mal auf, bevor die sich jetzt quasi einen Reformationsprozess verarbeitet haben, gehe ich schon mal los und mach schon mal. Und das mache ich dann auch außerhalb der Parteien und außerhalb der parlamentarischen Demokratie. Und in diesen Diskussionen sind wir ja. Ja, dass man sicher ja nicht Wähler ist, zum Beispiel, also wozu ich nicht gehöre, ich gehe auch wählen, aber ich kenne auch sehr viele Nichtwähler, die aber alles andere als unpolitisch sind. Die aber wirklich sagen, ich bleibe mir so weit treu und sage, ich kann nicht in der Parteiendemokratie mitarbeiten, warum soll ich denn aber die jetzt wählen, aus welchem Grund auch immer, denen ich sonst nicht zutraue. Das ist jetzt aus persönlicher Sicht eben durchaus ein Problem. Wir sind jetzt leider schon mit dieser knappen Zeit, die wir für diese Intervention eingeplant haben, durch. So ist es. Jetzt hatte ich eigentlich noch eine Frage an dieser Stelle, bevor wir übergeben an die nächste Runde, die genau dieses Thema weiterführen wird. Ich hätte gerne noch einen Rat. Also, dieses ist keine ausführliche Diskussion, dieses ist eine Intervention, dieses ist sozusagen das Aufmachen von einer Reihe von Fragen. Welchen Rat gebt ihr jungen, aktiven Leuten? Also, viele von euch wissen, dass ich zurzeit gern diese Shell-Jugendstudie zitiere, die vor kurzem veröffentlicht worden ist. Und mich hat dort erschüttert, dass festgestellt wurde, dass junge Leute in einem höheren Maß als bei der letzten Shell-Jugendstudie sich politisch interessiert zeigen, dass aber ein extrem hoher Anteil von diesen politisch ambitionierten und interessierten jungen Leuten sagen, mit politischen Parteien hätte das irgendwie wenig zu tun. Ehrlich gesagt bin ich erschrocken, weil ich denke, also wir als politische Bildner zum Beispiel, ja, haben wir da, was haben wir da zu leisten, vor welchem Problem stehen wir da, wie kann man sich politisch interessieren und sich nicht für Parteien interessieren, verstehe ich irgendwie gar nicht. Also in dem Zusammenhang an euch beide, die ihr außerhalb von politischen Parteien politisch aktiv seid, was ist der Rat an junge Aktive? Stefan Hanitsch, ganz kurz. Es machen, selber ausprobieren, würde ich sagen. Und sich informieren natürlich, aber einfach mal probieren, Willensbildung zu organisieren. Dinge, eben, die darüber hinausgehen, ein konkretes Projekt zu machen, sondern Ämter besetzen, Willensbildung, alle diese Sachen, die Parteien machen, das sollen die einfach mal ausprobieren und vielleicht das ganz anders nennen. Jubelbude, egal. Ja? Aber das hilft, glaube ich, sehr viel, bringt einen weiter. Ausprobieren. Das Stichwort hatten wir schon mal im Zusammenhang mit Parteien gestern Abend, nicht wahr? Parteien müssen ausprobieren. Mirko Beisheim, was ist der Rat an junge politisch Aktive? Ja, sich umhören und umgucken. Die Wahrheit ist ja auch zu sagen, es gibt ja, oder aus meinen letzten 10 Jahren, die ich jetzt so ein bisschen da in diesem Bereich auch aktiv bin, gab es eigentlich nie so viele Möglichkeiten anzudocken außerhalb des parlamentarischen Betriebs, als es im Augenblick da ist. Also es werden ganz, ganz viele Veranstaltungen ja angeboten. Also ich kann auch sagen, dass wir zum Beispiel auch außerhalb des parlamentarischen Betriebs mit der Böll-Stiftung in Hamburg eben auch öfters Veranstaltungen da aus der Wiege heben. Und da muss man eigentlich nur gedacht,
aufmerksam sein. Und wenn dieses Grundbedürfnis nach Mitmischen, Mitmachen ja da ist, dann kommen eigentlich die Andock-Momente von selbst. Und ob dann jemand sagt, irgendwann doch, soll ja auch keinen Madig machen. Er sagt, hier, ich finde mich da in einer Partei oder einer Jugendorganisation vielleicht irgendwie aufgehoben, da mitmachen, klar. Also selbst wenn es dann einer ist, deren persönliches Intention ich nicht teilen würde, sagen, machen ist immer besser, als zu sagen, ne, ich mache gar nichts und mir ist das alles egal. So, wobei ich halte das immer auch für vorgeschoben, wenn gesagt wird, so und so viele Leute haben eben so eine, diese Scheiß-Egal-Haltung, sondern vielleicht hat man sich ja nicht ausreichend darum bemüht, genau, richtig zu erfahren, zu sagen, wie kann ich die aktivieren und was interessiert eben gerade die jungen Leute. Herzlichen Dank. An dieser Stelle übergebe ich an... Vielen Dank, Anne Ulrich.